Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop und hoffe, Sie sind nicht allzu sehr enttäuscht, dass Sie jetzt mich und nicht wie üblich Claudia auf dem Bildschirm sehen. Ja, ich bin froh, dass ich das heute mal durchführen darf. Und denn Sie werden feststellen, ich komme mit einer neuen Idee zu Ihnen und versuche Sie für diese Idee zu werben. Heute ist Montag, 20 Uhr und ich begrüße auch diejenigen, die jetzt hier nicht live dabei sind, sondern sich erst über die Aufzeichnung zuschalten. Und ich will gleich beginnen, dass ich es ja nicht vergesse, Ihnen die Daten, dieses PDF herunter zum Download zu geben. Aber natürlich vorher noch danke ich meiner Frau Renate und Tochter Claudia, die im Hintergrund mir assistieren, damit ich auch ihre Fragen gut und rechtzeitig beantworten kann. Aber jetzt erstmal zu dem Download. Und zwar können Sie ab jetzt die PDF herunterladen. Ich lege Ihnen das heute mal besonders ans Herz, denn es könnte sein, dass Sie dort aufgrund der Ausführung, die ich dort, sagen wir, als Dokument hinterlegt habe und Ihrem Interesse, Ihr Wissen zu erweitern, alles natürlich mit dem Ziel, Lebensqualität zu verbessern, dass Sie dort ab und zu einmal nachschauen wollen oder werden oder müssen. Nun starte ich die Präsentation und Sie sehen hier, dass wir es mit dem 4. März zu tun haben. Also das ist schon mal ganz in Ordnung und richtig. Und wie immer, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und dann können wir gleich mit beginnen. Hier eingeblendet die Folie, die Sie kennen. Sie dokumentiert die Kommunikationswege zu uns. Ich hoffe, Sie registrieren auch, dass wir außer dem jetzt laufenden Workshop, was da steht, Workshop montags 20 Uhr, dass wir hier auch die Telefonverbindung haben. Bitte beachten Sie, seit über einem Jahr ist diese Telefon abweichend zu der vorherigen Telefonnummer. Nur einmal anklingeln lassen und so weiter. Und ansonsten finden Sie auch hier Ticketsystem, Chat möglich über ein Forum und Sie sehen auch den Zugang zum Symposium, da komme ich nochmal darauf zu. Sie sehen hier auch für diejenigen, die vielleicht einige Male jetzt nicht dabei waren, kostenloser Newsletter und diese unterstrichenen Daten sind immer Links. Das heißt, wenn Sie darauf klicken in Ihrer heruntergeladenen PDF, dann sind Sie dort schon richtig. Und das gilt auch für den Zugang zur Wissensbasis AgriSmart. Ich möchte heute, und deshalb habe ich darauf hingewiesen, dass Sie sich bitte PDF herunterladen. Ich möchte heute um Ihr Verständnis bitten, denn ich möchte Sie motivieren, eine von mir aufgestellte Hypothese umzusetzen und deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und um diese Hypothese aufzubauen, ich will sie jetzt noch nicht formulieren, die Hypothese, habe ich einige grundlegende Gedanken, bei denen Sie mir bitte folgen. Und deshalb freue ich mich, wenn Sie hier aufmerksam meinen Ausführungen folgen. Und Fragen können Sie auch zu diesen Ausführungen im Chat dann stellen. Wir haben hier etwas Bekanntes von Ihnen, nämlich den meisten ist es bekannt, vielleicht nicht ganz gegenwärtig, aber es geht immer darum, dass bei allen Erkrankungen wir Sauerstoffmangel auf der Zellenebene haben. Wenn Sauerstoffmangel da ist, gibt es keine Energie von den Mitochondrien. Wie soll die Zelle also überleben? Sie geht in einen Ersatzstoffwechsel, sie rettet sich. Der Ersatzstoffwechsel ist nichts anderes als eine alkoholische Gärung der Zellflüssigkeit des Zytoplasma. Und dabei gibt es eine pH-Wertverschiebung und es kommen Mikroorganismen in und um die Zellen herum. Sie werden dort, wir sprechen von Disbalance. Und wenn wir Mikroorganismen nennen, dann meinen wir Viren, Bakterien, Würmer,
Pilze und andere Einzeller. Uns ist es völlig egal, wie es ausgelöst wurde, entweder durch den Sauerstoffmangel und kommt dann zu den Mikroorganismen in Disbalance oder durch eine Infektion, dass nämlich die Mikroorganismen, die eine Infektion bringen, dann letzten Endes auch zur Krankheit mit Sauerstoffmangel verbunden führen. Ziel ist es immer für uns, und es gilt nicht nur für heute Abend, sondern immer, das ist auch unser Ziel Ihnen gegenüber, die Normalisierung der Zellen zu erreichen, nachdem wir die Mikroorganismen mittels Agilcare eliminiert haben. Und Claudia hat das vorige Woche im Workshop, und ich würde Sie bitten, diejenigen, die den Workshop noch nicht gesehen haben, das zu nutzen, sich den Workshop von Claudia von voriger Woche über die Aufzeichnung anzusehen. Sie sprach dort davon, die Zellspannung verringert sich, wenn das so abläuft, wie ich es dargestellt habe. Und Sie sehen links zwischen diesen grünen beiden waagerechten Linien den Pfeil, der soll andeuten, das, was Claudia in ihren Ausführungen besprochen hat, das ist die negative Spirale, die nach unten führt. So, und zu den Zellspannungen halte ich mich auch an das, was Claudia zusammengetragen hat, und das entspricht dem wissenschaftlichen Stand, dass man bei einer gesunden menschlichen Zelle von ungefähr 70 bis 100 Millivolt, ich wiederhole, 70 bis 100 Millivolt spricht. Ist die Zelle erkrankt, dann ist die Zellspannung kleiner als 70 Millivolt. Haben wir eine chronische Erkrankheit, eine chronisch erkrankte Zelle, dann ist es kleiner als 40 Millivolt. Und wenn es dann um eine Krebszelle geht, die wird auch übrigens damit oft identifiziert, haben wir weniger als 10 Millivolt. Wie kommt es jetzt zur Zellspannung? Wie baut sich eigentlich so eine Zellspannung auf? Und wenn wir von Zellspannung reden, dann meinen wir immer, zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle haben wir diese, wie hier dargestellt, bei der gesunden Zelle 70 bis 100 Millivolt und eben bei der Krebszelle zwischen Innen und Außen dann weniger als 10 Millivolt. Wie kommt es zu dieser? Und deshalb habe ich Ihnen das an meinem Bild aufgezeigt und Sie sehen hier schon drüber, dass ich um Verständnis und Motivation für meine Hypothese bitte, aber ich möchte die Hypothese selbst noch nicht formulieren. Das möchte ich ein bisschen spannend machen. Eine Zellspannung ist elektrische Potentialdifferenz zwischen innen und außen, das sagte ich schon. Und die Zellwand ist sozusagen die Trennung, die erklärt uns innen und außen. Sie sehen es links schematisch dargestellt einer Zelle. Sie sehen diese dick gezeichnete grüne Linie. Das soll die Zellwand darstellen. Und alles das, was außen ist, habe ich mal rot gekennzeichnet. Und in der Zelle sehen wir neben den Mitochondrien und dem Zellkern grün, sehen wir K als Kalium dargestellt und außen Natrium, also Na, als das dargestellt. Wie baut sich so eine Zellspannung auf, wie wir sie eben unterschiedlich haben bei gesunden und kranken Zellen? Um das zu verstehen, habe ich rechts einmal ein Primärelement dargestellt. Und ich habe das Primärelement nicht als solches bezeichnet, sondern ich habe gesagt, eine Batterie. Eine Batterie besteht normalerweise aus mehreren Primärelementen. Und Sie sehen, dass ich das auf eins bezogen habe, bloß weil der Sprachgebrauch sicherlich bei Ihnen auch auf Batterie ist. Sie haben ja sowas im Haushalt, setzen sowas ein. Oder auch in Ihren elektronischen Geräten haben wir immer das unedle Metall. Das sehen Sie links und rot dargestellt. Rechts das edle Metall. Blau dargestellt und das ist eingetaucht in ein Elektrolyt. Und die Spannung, Sie sehen schon, das Rote ist Plus dargestellt, das Blaue ist Minus dargestellt. Also gibt es zwischen unedlem und Edelmetall eine Spannung. Daher nutzen wir das auch als Batterie. Haben wir hier, indem sich Elektronen, Sie sehen ein Elektron dargestellt in der Flüssigkeit. Elektronen lösen sich ab vom unedlen Metall, deshalb heißt es auch unedel, und wandern zum edlen Metall und bauen sozusagen die Spannung auf. Und auf der linken Seite sehen Sie Kaliumionen, in der Mitte das große K, in der Zelle und außerhalb der Zelle Natriumionen Na. Und um gleich
nicht einem Irrtum zu erliegen. Es ist nicht etwa so, dass die unterschiedliche Pole haben. Das sind alles beides. Kalium und auch Natrium sind positive Ionen. Wie dann da trotzdem eine Spannung daraus entstehen kann in der Zelle, eine Zellspannung, das lernen wir später kennen. Wir werden es also aufklären, warum wir außen, außerhalb der Zelle, dort wo Na steht, einen positiven Pol aufbauen bei der Zelle und innen einen negativen Pol, also eine gerichtete Spannung. Und dazu möchte ich Sie mit auf ein Gedankenexperiment nehmen. Wir schauen uns mal so eine Zellwand genauer an. Sie sehen hier auf diesem Dia klar dargestellt das hellblaue und das ist auch außen beschrieben, außen, das ist außerhalb der Zelle. Dann sehen Sie die Zellwand mit diesen vielen Kullern in zwei Reihen und den Strängen dazwischen und dann innen, das ist gelb dargestellt. Und da sehen Sie so eine Konstruktion, die ist nichts anderes als unsere Natrium-Kalium-Pumpe. Und es ist nichts anderes als ein Protein, also ein Eiweiß. Und dieses Eiweiß kann ihre Form oder seine Form ändern. Das nennen wir Konformation. Und in dieser Form, die wir jetzt hier sehen, sehen wir, dass sie nach innen geöffnet ist und Natriumionen in die dafür vorgesehenen Plätze wandern können. Genau drei Natriumionen können da hineinwandern und nur dort, wo sie hinpassen, nämlich links, gehen sie hin. Ich danke übrigens, ich habe das auch hier reingeschrieben, Herrn Ulrich Helmich für diese, ich möchte mal sagen, sehr instruktive grafische Darstellung. Drei Natriumionen wandern also in den offenen Spalt dieses Proteins nacheinander und besetzen die drei für sie festgelegten spezifischen Bindungsstellen. Sie sehen, die sind so rund und da passen auch die runden Natriumionen hinein. Versteht man sehr gut. Und dabei passiert im Schritt 2 zusätzlich, dass das ATP aus der Zelle, also aus dem Inneren der Zelle, Sie sehen links hier ATP, das gibt eine Phosphatgruppe ab an das Protein. Das sehen Sie rechts unten. Ich hoffe, dass Sie das gut sehen können. Ist mit P gekennzeichnet. Und aus dem ATP wird ADP, weil eine Phosphatgruppe fehlt. Und damit wird Energie an das Eiweiß, an das Protein übergeben. Und Sie werden gleich sehen, was passiert, wenn das Eiweiß diese Energie übernommen hat, diese Phosphatgruppe. Da verändert sich nämlich die Konformation in der nachfolgenden Form. Also nochmal hier, dass Sie das gut verfolgen können. Aus dem Inneren der Zellmembran, also im Inneren der Zelle, also im gelben Bereich, kommt das ATP heran, wird wirksam und besetzt sozusagen seine Stelle im Inneren des Proteins. Und wie es wirksam wird, sehen Sie gleich im nächsten Schritt, im Schritt 3. Durch die Energie geht nämlich das Protein, das Eiweißmolekül nach außen auf und die Natriumionen können nach außen wandern. Ich werde gleich darauf noch eingehen, was die Phosphatgruppe, Sie sehen sie gerade unten rechts auch noch weiterhin mit P dargestellt im Inneren, was die dort zu bewältigen hat, außer der Veränderung der Form. Wir haben es hier Konformation genannt, jetzt ist sie nach außen geöffnet, vorher war es nach innen geöffnet. Was es für eine Bewandtnis hat. Drei Natriumionen lösen sich also jetzt und wandern nach außen. Nächster Schritt, der heißt Schritt 4, ist in die frei gewordenen Stellen von außen kommen nun Kaliumionen hinein. Und die Kaliumionen haben genau ihre Form. Das heißt, wir haben ganz spezifische Bindungsstellen im Protein. Kommen die Kaliumionen, das sind auch positive Ionen, also, und kommen also zwei jetzt nach innen, von außen nach innen in das Protein. Und Sie können unten schon sehen in der Grafik, wie das Phosphat, die Phosphatgruppe abgegeben wird von dem Protein. Das ist also der Weg, wie zwei Kaliumionen in diese Pumpe gelangen. Und da die Phosphatgruppe weggewandert ist, Sie sehen, es ist ja unten rechts in dem
in der Konformation, also in dem Protein, ist dort frei, geht sie wieder in den ursprünglichen Zustand, nämlich nach innen geöffnet. Und Sie werden gleich sehen, sie klappt nicht nur auf nach innen, wie das hier dargestellt ist, sondern sie wird auch dann den Weg freigeben für die Kaliumionen nach innen. Und das passiert jetzt, Sie sehen es im Schritt 6, die zwei Kaliumionen gehen nach innen und der ursprüngliche Zustand wird wieder hergestellt, nämlich nach innen geöffnetes Protein. Es sind wieder drei Plätze für Natriumionen frei, da können die Natriumionen hinwandern und die Kaliumionen, die jetzt ins Zytoplasma gekommen sind, haben sozusagen in zwei Sachen von außen nach innen sind sie gelangt und vorhin sind drei Natriumionen von innen nach außen gewandert. Und jetzt könnte ich das wiederholen und ich mache das auch mal. Das ist ja wieder Schritt 1 als Wiederholung haben. Sie sehen, da wandern die Natriumionen wieder hinein. Es wird dann das ADP, die Phosphatgruppe, abgeben hier und aufgrund der Energie wird das Eiweißmolekül nach außen geöffnet. Die Pumpe geht nach außen auf und kann das Natriumion nach außen, die Natriumionen nach außen abgeben und ist frei für von außen kommende Kaliumionen, die den Weg nach innen finden. Wozu brauchen wir also das ATP? Das ATP brauchen wir, dass die Konformation sich ändert. Das ist also die Energie, die da notwendig ist. Und wir brauchen sie, die Energie der Phosphatgruppe, also vom ATP ursprünglich, brauchen wir noch mehr dazu. Denn die Natriumionen müssen ja gegen die Energie, nämlich gegen die Pluspolung, die außen ist, wandern. Ich schalte mal zurück. Da sehen Sie hier, Moment, da sehen Sie hier, wie die Natriumionen nach außen gehen. Und außen, haben wir ja gesagt, haben wir Plus. Und um diese Energie aufzubringen, damit die Natriumionen auch wirklich nach außen gehen, Sie wissen, gleiche Pole stoßen sich normalerweise ab. Aber wenn ich eine Energie einsetze, dann kann ich diese Natriumionen zu dem Plus hinschieben. Normalerweise würden sie ja zum Negativen wandern. Und deshalb ist die Energie vom ATP notwendig. Einmal, um die Pumpe richtig arbeiten zu lassen, indem sie sich von innen nach außen öffnet und Natrium von innen nach außen bringt und dadurch die Möglichkeit gibt, Kaliumionen von außen nach innen zu bringen. Und zweitens gibt sie die Kraft den Ionen, sich gegen das Feld sozusagen zu richten. Also gleiche Pole stoßen sich normalerweise ab, aber ich kann ja genügend Energie einsetzen und das macht das ATP, dass es dann gegen den Strom sich bewegt. Und so passiert das an vielen, vielen Stellen und so baut sich die Spannung auch auf und Sie können sich hier an dieser Folie das erklären, wenn drei Ionen nach außen gehen, also das sind drei Natriumionen, dreimal Plus geht nach außen und nur zweimal Plus geht nach innen, dass daraus sich ganz klar ergibt, eine Potentialdifferenz, die innen negatives Potenzial hat gegenüber außen und außen positives Potenzial hat gegenüber innen und sich damit die Zellspannung aufbaut. Und je mehr und je häufiger das passiert, desto größer ist die Zellspannung. Und wir können sich jetzt schon vorstellen, was bei einer erkrankten Zelle der Fall ist, dass es eben weniger ist. Und Sie können sich vorstellen, dass das auch eine Bedeutung hat und ganz stark zu Buche steht bei Krebszellen. Und wenn Sie sich mal ansehen, dass sich Ladungsträger hier bewegen, Sie sehen ja Natriumionen nach außen, Kaliumionen nach innen, dann komme ich einfach auf den Nobelpreisträger Albert Szent-Györgyi zurück, der das Leben folgendermaßen definiert hat. Er sagt, Moleküle leben, wenn Elektronen oder im Ladungsträger ausgetauscht werden. Gesundheit zeichnet sich dadurch aus, durch den regen Austausch von Elektronen. Bei Krankheit wird der Austausch der Ladungsträger geringer zwischen den Molekülen und bei Tod erliegt der Ladungsträgerausgleich total. Wir werden gleich sehen, wie wir das eben ausnutzen wollen, wie wir die Zelle unterstützen wollen. Also wir sehen bis jetzt, und deshalb diese erste kurze Zusammenfassung, wir haben einen Zellaufbau aufgrund des Abgehens von Natriumionen, nämlich drei, und des Reinkommens von zwei Kaliumionen.
in jedem Prozess. Dadurch baut sich die Zellspannung auf. Und wir haben auch erkannt, und ich bitte Sie, dass Sie das nicht vergessen, dass wir immer dazu Energie brauchen. Wir brauchen dazu immer ATP. Und Sie sehen hier das nochmal kurz aufgestellt. Wir brauchen also sowohl für die gesunde menschliche Zelle brauchen wir ATP, deshalb das kleine Ja hier rechts stehend, weil wir diese Zellspannung ja aufrechterhalten müssen. Bei kranken Zellen brauchen wir es auch, um entweder diese Zellspannung aufrechtzuerhalten oder wenn die Zelle gesundet, sie eben dann über 70 mV zu bringen. Bei chronischen Erkrankungen brauchen wir das auch, um diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und wenn die Zelle gesundet, dann sie heilt sich oder der Mensch heilt die Zelle, dann wird so viel Energie aufgebracht, ATP, damit dann auch die mindestens 70 Millivolt besser noch mehr aufzubringen. Und das Gleiche gilt auch für die Krebszelle. Und Sie können sich vorstellen, wo die meiste Energie gebraucht wird. Aber darauf möchte ich nicht eingehen. Mir geht es darum, dass Sie erkennen, dass ATP immer vonnöten ist. Und diese Energie, um die Zellspannung zu erstellen, die wird immer von den Mitochondrien gebracht. Und jetzt komme ich endlich darauf, Ihnen meine Hypothese zu erläutern. Meine Hypothese lautet nämlich, stets sind folgende AGK-Anwendungen hilfreich, wenn wir nämlich Sauerstoffmehrversorgung einsetzen, also die Mikroorganismen eliminieren, die gegen die Sauerstoffmehrversorgung stehen. Und zweitens, wenn wir die Mitochondrien unterstützen, das heißt die Mikroorganismen eliminieren, die die Mitochondrien stören. Ich wiederhole, ich bin der Meinung, ich habe die Hypothese aufgestellt, das ist eine Behauptung, die sollte erst noch bewiesen werden, dass es immer hilfreich ist, dass es immer besser ist, diese Sauerstoffmehrversorgung einzuleiten und zweitens die Mitochondrien zu unterstützen. Und daraus ergibt sich für mich, wenn ich an AGK denke, ergibt sich für mich die Empfehlung, dass diese beiden Anwendungen, die ich hier aufgelistet habe, dass die praktisch immer umzusetzen sind und immer zusätzlich durchgeführt werden sollten, was dann die entscheidenden Vorteile bringt. Und das ist meine Hypothese und deshalb empfehle ich, Sie können auch andere dafür geeignete Anwendungen nehmen. Und meine Hypothese ist, aufgrund meiner Erfahrung, dass Sie die beiden Anwendungen C773, die Anwendung heißt Hypoxie, und die Anwendung WEI65, die Anwendung heißt mitochondriale Erkrankungen, dass Sie diese beiden zusätzlich einsetzen. Und meine Hypothese lautet, damit kommen wir schneller zum Erfolg, damit haben wir besser durch die spezifische Beseitigung der Mikroorganismen besser dafür gesorgt, dass die Zelle wieder gesunden kann. Wie gesagt, eine Behauptung und Sie wollte ich damit mit meinen Ausführungen motivieren, dass Sie das umsetzen und dass Sie auch diese Chance aufnehmen. Immer geht es darum, Lebensqualität zu verbessern. Wir haben also festgestellt, und jetzt kommt eine kleine Zusammenstellung von mir oder anstelle einer Zusammenfassung, haben wir festgestellt, dass Krankenzellen immer Sauerstoff fehlt und die Zellspannung fehlt. Wir haben festgestellt, dass aufgrund dieses Defizits kranke Zellen Mikroorganismen haben in Disbalance und kommen zu der Hypothese, dass wir zusätzlich, wie wir es bisher immer gemacht haben, es bleibt auch bestehen, erstens die Mikroorganismen eliminieren, wie bisher, und zusätzlich Mikroorganismen eliminieren, um Mitochondrien zu unterstützen, indem wir die dafür zuständigen Mikroorganismen zusätzlich eliminieren. Also bisher weiterarbeiten, aber zusätzlich diese beiden Anwendungen durchführen. Das wäre sozusagen meine Hypothese, die lautet, dann geht es noch besser. Ja, soweit. Und ich danke Ihnen jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht fertig bin, mit meinen Ausführungen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir bei diesem Stoff zur Seite standen. Ich möchte auf unser Symposium hinweisen. Es ist diese Woche am Samstag, also am 9. März in Storkow. Und wer noch keine Karte hat, soll sich die besorgen, möglichst übers Internet, denn da ist sie preiswerter, als wenn Sie das erst
an der Einlass, am Einlass dann erwerben, die Eintrittskarte. Und ich habe diese Folie auch so gebaut, Sie finden das in Ihrem heruntergeladenen PDF, dass Sie einfach auf diesen Banner hier oben klicken, da wo die Maus so groß dargestellt ist, und dann gelangen Sie auch übers Internet zu dem Punkt, wo Sie noch zum Vorzugspreis eine Eintrittskarte erwerben können. Ich freue mich, dass, wenn wir uns dort sehen in Storkow, in dieser wirklich schönen Umgebung, in diesem schönen Ambiente, und freue mich natürlich bei denjenigen, die ich noch nicht persönlich kenne, Sie endlich auch mal persönlich kennenzulernen. Ja, und schließlich, wenn Ihnen nicht nur das heutige, die heutige Darstellung mit den Hoffnungen, die ich dazu sozusagen vermittelt habe mit meiner Hypothese, sondern auch die anderen Dinge, die anderen Erfolge, wenn Ihnen das gefällt und Sie möchten das weitergeben an andere Menschen, dann sind wir gern bereit, Ihre Empfehlung Ihnen, wenn das zum Kauf geführt hat, mit einer Prämie, Tippprovision von 150 Euro pro Fall danken. Und gehen Sie einfach so vor, wie wir es hier dargestellt haben. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, und es wird höchste Zeit, das wieder zu tun, bei den vielen Anwendern, die diesen Weg schon gegangen sind und die da Engagement gezeigt haben. Ja, soweit also meine Ausführungen. Heute vielleicht etwas mehr innerhalb der Zelle. Und ich hoffe, dass Ihnen da nicht langweilig geworden ist, wie ich Ihnen das dargestellt habe. Und dass ich Sie genügend motivieren konnte, meine Hypothese zu überprüfen. Das können Sie in der Praxis.